tell me that you love me, even if it's fake, 'cause I don't fucking care. Mein Ziel ist, benutze die oberen Stockwerke, um zu Vater Martin zu gelangen. Mhm. Aber da war der Schlüssel dran. Wie krieg ich... Wie komme ich denn wieder an den Schlüssel? Hätte ich den nehmen müssen? Ah ja, hier. Ah, hier war das, ja. So. Mit bisschen Hilfe. Och nee, verpiss dich bitte. Warum jetzt du auch noch? Nee, bitte. Komm. Hau rein, Bruder. Wir sehen uns nie wieder. So, Tür öffnen. Und weiter. Und zieh dich hoch, mein Junge. Neues Ziel, Folge der Blutspur. Ah. So, hier muss ich hoch. Ah, okay. So, jetzt hier weiter. Glaube ich hier sogar. So. Mach lieber das Licht aus. Knock, knock. Oh, diese Klopfgeräusch. Ja, ich weiß. Du weißt es gar nicht. Ja, schön, das sieht hier aus. Ich sehe kein Käse. Das Licht aus. Alter, habe mich nur wegen deinem Schrei erschrocken. Ja, tut mir leid. Da kann ich ja nichts. Okay. Ah! Nein, jetzt sind hier auch noch zwei. Schon wieder, Alter. Ja, es tut mir leid. Es tut mir leid, Schmidti. Ich kann dafür nichts. Alter, wo bin ich denn jetzt? Komm nur noch. Ist schon, ja. Was soll man machen? Sehr, sehr heftig. Nein. Ich nicht. Was hast du denn jetzt hier mit mir handlos? Oh, meine Kamera, mein... Kamera. Oh, oh.
fuck. Keine Bilder mehr machen von nervigen Menschen. Ja, hab ich mir schon angeguckt, sehr, sehr schön. Ja, und jetzt? Du brauchst deinen Camcorder, um dich im Dunkeln zurechtzufinden, ja. Ah! Muss ich mir für später merken, wo ich wieder lang muss. Was? Sonst könnt ihr doch nicht mit mir machen. Ich hab meinen Camcorder wieder. Ah! Digga. Bro, renn. Ja, Digga, komm, ich lass mich jetzt auf Boden. Ja, dann holt mich, komm. Ich hasse es. Ich hasse es. Von wo bin ich denn da jetzt gekommen, Alter? Im DFB-Pokal legst du diesen eine Runde weiter jetzt. Du bist extrem leise, Schulzi. Ja, Max hat dich ja nur leise gedreht. So, von wo bin ich denn jetzt hier gekommen? Zu den Binden. Ja, und dann? Ach so. Danke. Ah, okay, jetzt habe ich wieder. Ah. So, hier wieder hoch. Was? Ist das immer noch Outlast 1? Ja, ist noch Outlast 1. Oh, das war doof. Ich hätte auch hier hochgehen können. Los. Finde Vater Martin im Verwaltungsblock. Und der ist wo? Komm, hey, wir suchen ihn. Entweder hätte ich da runter gemusst, oder? Okay. Hallo? Wer bist du? Nur ein Weg nach draußen, nur ein Weg. Okay.
Schließ mal lieber die Tür. Nein. Nürnberg hat ein Tor geschossen. Nein. Nein. Das zählt aber nicht. Ich hab mich verhört. Nürnberg gegen Hamburg, zählt aber nicht. Nee, sag jetzt nicht, ihr seid wieder. Immer noch 2-1. Nee, 4-2. Bei mir steht auch 2-2. Ich hab grad Fanrad nur angehabt. Ich mach den Bums nicht mehr. Och nee. Nicht jetzt. 2-1. Ich hasse diese Typen. Ja, ich seh das nicht. Nur noch 2-1. Kuckuck. Ja, okay, jetzt. Bei Bayern könnte es auch passieren, dass sie rausfliegen. Es steht 1-1. Ja, aber wenn wir rausfliegen, dann kann man nicht speziell. Hä, wenn die jetzt verlieren, sind die raus. Das DFB-Pokal ist das jetzt gerade. Geh doch jetzt bitte weiter, Kollege. Ich bitte dich. Einfach weitergehen. Nach rechts. Ich spiele hier gerade als Kart. Ich bin sie doch bei denen auch gekauft. Ja, wenn sie rausfliegen, dann feiern wir. Danke. Steht immer noch 1-1. Jetzt kommt es einmal 5 Minuten, ne? Und dann kommt der Meter, ne? Nein, 2:15. Aber warum geht er denn jetzt nach links? Haben wir denn jetzt? Aber der DFB-Pokal ist doch. Hä? Das ist jetzt gerade. Ja. Ja. Das ist jetzt die Pokal, das geht da oben. Wenn du heute verlierst, bist du raus. Ich sag nicht, dass es gegen Hunde. Scheiße. Damit in dieser schönen Stadt. Du musst dahin, wo er rumläuft, okay. Aber von da bin ich doch gekommen, von da hinten, deswegen. Ich brauche auf jeden Fall auch wieder einen Schlüssel, muss ich finden. Aber mein Ziel ist es ja, finde Vater Martin im Verwaltungsblock. Gute Frage, nächste Frage. Ich bin ja hier gerade nur in den Toiletten drin, weil ich mich verstecke, weil er ja gekommen ist. Aber ich kann dir mal gleich zeigen, wenn ich hier raus bin, wo ich genau bin. Geh doch jetzt einfach weg, Bro. So, ich geh jetzt mal raus. Weil die Tür hier ist zu. Und von da bin ich ja gekommen.
Alles gut, hab's geschafft. Oh, ich bin so ein King. Bruder, wer bist du jetzt? Perfekt. Ah, jetzt bin ich hier wieder. Jetzt mal hier ein bisschen umgucken. So, Dokumente. Vordringen in das Geisterreich. Okay. Ich bin überzeugt, dass Mr. Wernickes Erfolg unserer Sache und Deutschland eine große Möglichkeit bietet und es genügend Gründe gibt, ihn von jeglicher Verfolgung fernzuhalten. Und freundliche Grüße auch an ihrer Familie. Okay, krass. Ja, wie kriege ich dich hier? Ah, ein Schlüssel, okay. Sind das, ja, ich soll es auch noch richten. Das ist nicht der Schlüssel. Auf dem Aufenthaltsraum. Ah, da weiß ich schon wieder, wer kommt. Exit interview recorded December 27th, 1985 in Los Alamos, New Mexico. Okay. Clearance Sierra Alpha, subject Dr. Rudolph Wernicke, 14866. The hymns are real. There was no alteration. Crazy. At all, no trickery. Not. Okay. You have to find Wernicke. Hab ich kurz mit ihm versteckt. Muss da hoch. Schon gar nicht mehr gemerkt, wie ich zurückkomme, gefühlt. Die Batterie ist ganz wichtig. Da ist der Schlüssel. Nee, Bro. Er wartet safe unten auf mich. Der wartet so safe auf mich. Gar keinen Bock darauf. Findet Vater Martin in der dritten Etage?
Okay. Egal, ich gehe die Treppen runter. So, jetzt muss ich hier wieder zurück. Muss ich da zurück, wo er herkam. Da habe ich nämlich gar keinen Turn drauf. Kann er sich bitte verpissen? Digga, wie oft will er denn da drinnen stehen bleiben jetzt hier? Lauf zu den Spinnen. Ja. Ja, ich muss ihn noch triggern. Aber ich bin gut vorgekommen. Wenn du jetzt wieder zurückgehst, Alter, ne? Du bist vorhin nach vorne gegangen. Nicht dein Ernst. Was ist denn mit ihm? Nächstes Mal sprinte durch, ja. Oh. Ich hab's gut gelöst. Ich hab's sehr, sehr gut gelöst.
So, jetzt bin ich dritten Stock und hier muss Martin sein. Hey, ist das dein Ernst, du Vogel? So, mach dir einfach die Tür zu. Safe muss ich bestimmt hier mit ihm ab dann abhauen. Ich weine. Digga, was ist mit den Leuten denn los? Die haben doch irgendwas genommen zu sich. Aha. Okay, dann war ich vorhin doch richtig. Arbeit war scheiße und langweilig. Wie läuft Outlast? Outlast richtig geil. Ich bin gut weit gekommen. Bin jetzt, denke ich mal, kurz davor, diesen Vater Martin zu finden. Good hate sickness. Jetzt bin ich hier. What? Okay. Am I ready? Bin ich bereit? Ah, hier ist der Schlüssel. We will join the wall right now. Ja, na klar, lassen die mich jetzt hier nicht raus. Wozu auch, Chat? Wozu sollen die mich auch hier rauslassen? Repariert. Wir sind die Freiheit und wir werden alle frei sein. Okay. Jetzt, mein Sohn. Ah. Der Aufzug bringt dich zum Hauptausgang. Aber... lecker geröstet, ja, ja. Definitiv. Übel geil.
Danke. Ich bin jetzt schnell weg hier. Ah, hier kann ich durch. Warum war es so klar, dass der Typ jetzt wieder kommt? Alter, war das knapp. Tja, Mann. Was ist er denn? Oh oh. So, nice. Nice. Ja, Digga. Ja, ist cool. Piss dich, du Sau. Okay, schön wieder alle Türen eintreten. Ja, sehr schön. So, jawohl. Und jetzt auf geht's, let's go. Und jetzt? Ah, geht noch tiefer, perfekt. Hey, musste erst? Okay, muss ich nicht verstehen, Chat, dass ich nach ganz oben muss und jetzt werde ich komplett runtergefahren wieder. Finde einen anderen Weg nach draußen. Oh, lol. Bin ich hier drinne? Crazy.
wieder ein Dokument. So. Hä? Aber hier ist doch nix. Ah. Nö. Ja, Dokument, da bin ich doch drauf. Ah, hier. Ja, nice. Geh wieder raus, perfekt. Der Stolz des Wissens. Frankenstein oder der modernere Prometheus von Mary Shelley. 1818 anonym veröffentlicht. Kapitel 23. Auszug. Oh Mensch, so rief ich. Wie verblendet verharrest du doch in deinem Weisheitsdünkel genug. Ihr wisst ja nicht, wovon ihr redet. Zornenbrand und aufgewühlt stürzte ich von dannen und kehrte nach Hause zurück, um über geeignetere Schritte nachzusinnen. Ekelhaft. Igitti fui. Was ist hier passiert? Okay. Ekelhaft. Oh lol. Wie weit muss ich denn hier zurücklaufen? Da war ich drinne. Ah. Hallo? Ich weiß, ich bin angeblich tot. Nein, so viel Glück hatte ich nicht. Bin nur Ultra. Ich bin uralt, aber trotzdem als einziger übrig. Er kümmert sich um mich. Er hat meinen Magenkrebs entfernt, meine Augen gerichtet. Er denkt wohl, ich bin... Wissen Sie, wofür dieses Symbol steht? Es warnt von Nanogefahr. Vor winzig kleinen Maschinen, Technologie, die wir seit Jahrzehnten besitzen, aber nie. Okay. Murkoff entdeckte in einer Forschung eine... Zellen produzieren normalerweise Moleküle über eine Herangehensweise entwickelte, wie benötigte Moleküle. Der Geist steuert den Körper. Krass. Er war dumm und falsch anzunehmen. Wir könnten es kontrollieren mit
geisteskrank etwas so Mächtiges zu erschaffen. Krank. Billy ermorden, seine Geräte abschalten, seine Umgeschehen machen, was ich getan habe. Okay, krass. Niemand kann diesen Ort lebend entkommen. Sie müssen ihn töten. Finde Billy im Hauptlabor. Ich dachte, ich soll Martin suchen. Oder war der das? Anscheinend war der das. Irgendjemanden töten. Irgendwie zurücklaufen, glaube ich. Töten. Hä? Aber wie kann ich den am besten töten? Finde Billy im Hauptlabor. Tür schließen. Was muss ich denn jetzt machen? Lol. Digga, wie krank. Drehe das Ventil für den Nährflüssigkeitsbehälter. Oh nee, der wartet schon auf mich. Oh nee. Ich ahne Böses. Durch den Generator des...